man sagen, ja, mal eine andere Perspektive, mal wieder Real Life Video. Kam ja lange nichts mehr, aber ich möchte euch was vorstellen. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Der die letzte Zeit bei mir auf Twitch war, hat es vielleicht in Action schon gesehen oder auf Instagram habe ich einen Post gemacht. Ich habe einen 3D-Drucker. Wie gesagt, neues Spielzeug. Und ja, ich wollte schon eigentlich ein bisschen länger ein Video dazu machen. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Die letzten Wochen waren ein bisschen chaotisch, aber es normalisiert sich wieder und. Ja, es gibt wieder regelmäßige Videos. Ich arbeite auch an ein paar Projekten, die ich euch eventuell demnächst vorstellen werde. Je nachdem, ich arbeite nicht allein dran, wie ich was worüber reden darf. Dazu dann vielleicht dann, wenn es soweit ist. Eine Sache werde ich euch wahrscheinlich demnächst vorstellen. Das ist das aktuelle Projekt, wo ich mit einer Freundin dran arbeite. Ein kleines Spiel über die Backrooms. Freut euch drauf, da gibt es eine coole Sache. Da werde ich auch drüber reden dürfen demnächst. Oder auch ein Video dazu machen, so Timelapse-Geschichten, wie weit das Projekt und so weiter ist. Aber. Das ist jetzt was anderes, jetzt zum 3D-Drucker. Wie gesagt, ich hatte auch einen Community-Post gemacht, dass ich den habe, an einem paar Tage später, wie ich ihn hatte. Ich hatte nämlich auch eigentlich direkt schon einen Auftrag gekriegt von einer Freundin. Sie wollte das Modell schon ein bisschen länger drucken und ich hatte halt das 3D-Drucker nicht. Ich habe ihr das Modell selber erstellt, also das Modell habe ich gemacht und ihr geschickt, dass sie es woanders drucken kann. So war der Plan. Wurde nichts raus und dann hatte ich in der Zeit einen 3D-Drucker gekriegt. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt einen Drucker, ich kann es dir drucken. Ich bringe es dir dann mal mit, wenn ich zu ihr komme oder schicke es dir zur Not per Post. Bis jetzt, ja, kümmern wir uns dran. Ich habe sie noch hier, sonst kann sie euch nicht zeigen. Ist eine ganz coole Sache geworden. Tja, und generell wollte ich euch ein paar kleine Sachen vorstellen. So eine oder andere Sache habe ich gedruckt. Dazu gibt es dann auch für das ein oder andere Projekt vielleicht ein Video. Mal gucken, auf jeden Fall. Eine Sache will ich euch zeigen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, da habe ich was gemacht. Da gibt es aber ein separates Video vor. Ich zeige euch aber schon mal, was es ist. Aber generell, was kann ich jetzt eigentlich drucken? Was kann ich tun? Was habe ich jetzt eigentlich schon gedruckt? Und ich stelle euch einfach mal ein paar Sachen vor. Ein paar Sachen. Die meisten Sachen habe ich leider schon verschenkt und weggegeben. Ein bisschen was habe ich da. Am Ende von dem Video gibt es noch eine Timelapse. Also nicht wundern, dass das Video so ultra lang ist. Ich rede nur ein bisschen und dann gibt es einen Timelapse hinten dran. Oder ich packe den mit drauf. Weiß ich noch nicht. Werdet ihr sehen. Wenn man sich einen Plan macht, wie man Videos schneidet, das wäre von Vorteil. Aber Plan, was erwartet ihr von mir? Ich habe nämlich einmal, das ist das Timelapse, was ihr auch sehen werdet oder gerade seht, ist hier mein kleines Logo. Ich habe halt die Einstellungen nicht so super gemacht. Ich habe die jetzt auf Standard gestellt. Für so feinere Sachen wie jetzt so diese Logos werde ich die Feinheiten einfach höher stellen. Also ich habe das jetzt auf quasi auf grob gedruckt. Deswegen so ein paar kleine Feinheiten sieht man, dass das nicht so gut gedruckt ist. Gerade die Ecken am Mund und am Auge sind nicht so gut geworden. Aber wenn ich das ein bisschen feiner einstelle, dass die Linien dünner sind, sollte das kein Problem sein. Ich habe den zweimal gedruckt. Ich habe ihn einmal geguckt, weil ich ja nur Weiß und Schwarz zur Verfügung habe zurzeit. Und ich dachte, vielleicht kriege ich auch anders Farbe drauf. Ich habe ihn mit Acryl angemalt. War nicht so smart. Acryl hält nicht gut. Und gerade das Acryl, was ich hatte, war halt kein gutes. Das war so, ich glaube, das waren so eine 5-Euro-Multitube-Gedöns aus Lidl, Aldi, Rewe, keine Ahnung. Also so, ja, Qualität ist halt anders. Funktioniert nicht so gut. Es soll mit Sprühfarbe wesentlich besser funktionieren. Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Da müsste ich dann halt erstmal gucken, wo ich Sprühfarbe hier in dem Café kriege. Eventuell aus dem Baumarkt, wenn ich Glück habe. Ich weiß nicht, ob die bei uns Sprühfarbe haben. Ich würde es nicht wundern, wenn sie sie nicht haben. Ist halt Leben auf dem Dorf, findest nicht immer alles. Oder ich muss bei Amazon bestellen oder so. Und dann hatte ich, wie gesagt, einer Freundin was erstellt. Das war auch das Erste, was ich gedruckt habe. Da muss ich auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln für Einzelteile. Da war die erste Variante. Hier, so eine kleine Turtle Duck. Erste Variante hat halt, ja, kann man es sehen, ich glaube, mit dem Licht und Schwarz ein bisschen, unten der Schnabel ist offen, weil ich da keine Stütze hatte und der Drucker hat das nicht gut gedruckt, weil das einfach zu weit raussteht. Auch mit links, rechts im Spiegel, Kamera, ja, mit einem kleinen Loch. Das soll dann generell größer werden und da soll dann eine Pflanze rein, wahlweise auch ein Teelicht passt da rein, ihr seht es gleich. Versuch Nummer 2 ein bisschen kleiner, einfach um auf Filament zu sparen. Da hatte ich eine kleine Stütze dran, dann hat das schon mal besser funktioniert. Und dann habe ich halt einfach immer weiter geguckt, wie viel Stütze brauche ich, dass ich den Schnabel gut hinkriege. Jetzt habe ich mich mit der Größe halt ein bisschen verschätzt. Das mit den Größen kriege ich nicht ganz so gut hin. Lag auch daran, dass ich bei mir keine Zentimeter hatte in meinem Programm, sondern in, nee, ja, keine Ahnung, es war die englische Variante, frage mich nicht, wie es heißt. Und dann hatte ich
gesagt, okay, das funktioniert jetzt schon mal ganz gut. Dann die Originalgröße, also so groß kann mein Drucker tatsächlich drucken. Wenn es quer drin steht, sind es knappe 20 cm von Schwanzspitze zu Schnabelspitze. Der ist doch super süß, oder? Der ist doch verdammt niedlich. Der ist so knuffig. Und halt auch mit Loch. Er sollte eigentlich auch tiefer sein, das Loch, weil da sollte eine kleine Pflanze rein, so eine Staktute oder wie die heißen, diese kleinen Steinpflanzendinger. Aber der Drucker sagte, nee, das Loch mache ich dir nicht so tief, das funktioniert anscheinend nicht so und das musst du jetzt zumachen. Aber zur Not kann man ein Teelicht reinstellen. Es hat ja diese perfekte Größe wie so ein Elektro-Teelicht. Kein echtes Teelicht, weil das brennt durch. Es ist Plastik, es schmilzt. Das ist, was Plastik tut. Dann habe ich mir gedacht, weil die Kleinen ja so ultra niedlich sind und das mit dem Loch ja ein bisschen doof ist, ich mache Version Nummer 2, habe ich den Schnabel auch ein bisschen angepasst, dass der sich leichter drucken lässt, dass der hier gerade ist und halt ohne Loch. Aber die sind halt einfach so verdammt niedlich. Ich habe gesagt, eine behalte ich für mich. Eine mit zu behalte ich für mich als kleine Dekofigur. Und dann habe ich eine Sache noch hier, die werde ich euch zeigen. Dafür werde ich ein separates Video machen, weil ich die Idee einfach lassen kann. Weil ich die Idee gefällt, ich habe sie auch modelliert, vielleicht bin ich ja ein bisschen biased drin. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich hatte nämlich ein kleines Upsi gemacht, was halt Skalierung angeht, weil das geht irgendwie nicht in meinen Puff rein. Das Programm, was ich habe, tut auch leider die Zentimetereingaben aus Maya in Millimeter umrechnen fürs Drucken. Und dann hatte ich eine kleine Truhe. Ist dezent so klein geworden. Ich habe es auch erst nicht gerafft, dass das nicht funktioniert. Erst wie ich es dann aus dem Drucker raushole, nämlich wunder, wie, schon fertig. Was schiefgelaufen? Die sollte eigentlich ein Stückchen größer werden, so rum. Ja, warum das schwarz ist, sage ich dann im separaten Video. Aber ich habe hier noch eine kleine Truhe mit Variante für Switch-Spiele. Die habe ich nochmal überarbeitet. Wie gesagt, dazu wird es ein separates Video geben. Knall erstmal zu. Weil dazu habe ich einfach noch ein bisschen mehr zu sagen. Gesagt, da gibt es dann auch ein kleines Timelapse und halt ein bisschen mehr zu dem Ding. Ja, und dann? Ja, habe ich einen neuen Drucker. Ich kann jetzt jede Menge Stuff ausdrucken. Muss jetzt nur kurz warten auf Filament. Ich alles verdruckt habe, weil da ging doch schon einiges drauf, weil ich auch ein paar Einstellungen falsch gemacht habe und einfach das Ding ein bisschen mehr Plastik hat, wie es eigentlich sollte. Aber ja. Da werde ich mal gespannt sein. Das eine oder andere werde ich euch hier zeigen. Ich werde ja einige meiner eigenen Modelle drucken. Das meiste, was ich gerade gedruckt habe, war ja eh Zeug, das ich selber gemacht habe. Mal gucken. Tja, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Timelapse, was danach kommt. Also wie gesagt, ich habe mein Logo als Timelapse nochmal hinten dran gehangen. Oder das läuft parallel, weiß ich noch nicht. Das seht ihr dann, wenn das Video raus ist. Wenn nichtsdestotrotz danke ich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ihr findet diese kleine Truhe niedlich. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.